Wir sind zurück in Stuttgart, Durchgang 2 in der Bundesliga. Werder Bremen beginnt in grün von links nach rechts. Keine Wechsel auf beiden Seiten bei Florian Kohfeldt und Taifun Korkut. Taifun Korkut, so heißt der Trainer von Stuttgart. Ja, mit dem es letztes Jahr mit Stuttgart richtig gut begann, richtig gute Ergebnisse. Die Krönung war das letzte Spiel gegen die Bayern in München, 4:1. Da sagten alle, Mensch, Stuttgart, das wird im nächsten Jahr was werden. Und statt jetzt wird es ein ganz enger Kampf gegen die zweite Bundesliga. Kruse kommt sogar noch ran, aber kriegt den Ball nicht aufs Tor, aus der Position auch unmöglich, aber auch nicht nach hinten. Gomez, so, was bietet Stuttgart an, um aus der Abstiegszone wegzukommen? Gentner vielleicht. Und Tommy nochmal für Castro Ascasiba. Gomez, Tommy, super Annahme. Aogo zugestellt von zwei Bremer Verteidigern. Klaasen, Harnik. Osako, super, weiter für Kruse. Und Osako, Zieler. Wieder gut gehalten, zweite wichtige Parade von Zieler. Heute wieder ein guter Tag, so scheint es zumindest dann jetzt. Wie auch schon beim Heimspiel gegen Düsseldorf. Eggestein geht, Nuri Sahin kommt bei Werder Bremen. Letzte Woche in der Startelf und auch am Dienstag gegen Berlin. Kruse und Sida. Castro, Sahin, Osako für Kruse, Sahin vorne, wartet gleich mal auf den ersten Ball für die Chance, Harnik, Gentner ist schneller als Augustinsson. Christian Gentner kann jetzt die Flanke bringen. Da muss er mehr draus machen. Aogo in der Mitte, auch Gomez hat gewartet. Und Tommy geht. Shadak, Akolo. Einer von dreien, der in Leipzig begonnen hat und heute auf der Bank saß, wird jetzt eingewechselt. Bartstuber. Osako. Über den Gegenspieler hinweg. Wenn jetzt Kruse noch rankommt. Der ist wunderschön gespielt vom Neuzugang aus Köln. Julia Osako. Ascasiba.
Sahin. Kibu Selassie, Stuttgart macht es Werder sehr leicht. Harnik gegen Bartstuber. Klassen. Augustinsson. Für Osako. Gute Ballannahme von Julia Osako. Klassen. Kruse und Bargfrede. Zieler lässt abfallen. Und das ist das Tor für Bremen. Das ist das 1-0. Harnik. Zieler lässt den Ball abprallen. Erst Kruse für Bargfrede. Und Zieler kommt nicht besser an. Und Martin Harnik steht nicht im Abseits. Macht das Tor für Werder. Und jetzt sind sie wieder ganz dicht dran an den Top-Plätzen oben. Dortmund spielt nachher, stand jetzt Werder vorbei am BVB. Und in jedem Fall auch gleich auf nach diesem Spieltag. Selbst wenn Dortmund nachher gewinnt gegen Leverkusen. Kruse geht. Und die nächste Werder-Legende kommt. Die Legende, die sie im Aufgebot haben. Claudio Pizarro, der zum dritten Mal bei Werder spielt. Gekommen aus Köln. Genauso wie Osako, hat in Köln wenig gespielt. Ist aber in Bremen wirklich regelmäßig im Einsatz. Teilweise in der Startelf. Keineswegs nur Maskottchen, Motivator für den Rest der Mannschaft. Der will es wirklich wissen. Nochmal in der Spitze von Werder. Castro wird nicht gefunden. Aogo Ascasiba. Akolo. Engelim an Harnik. Hand war, glaube ich, dran. Aber nicht gepfiffen. Akolo. Insur. Ascasiba, schlechte Ballannahme, Bargfrede. Gestoppt von Baumgartel, Insur, Ascasiba, Insur, Pfosten. Linksverteidiger. Nächster Abschluss Stuttgart durch Insur. Pavlenka auch hier machtlos, wenn der Ball etwas besser aufs Tor kommt. Aogo geht. Daniel Didavi kommt bei Stuttgart nicht im Aufgebot gegen Leipzig. Gleich am Ball, Didavi. Insua. Ascasiba. Insua wartet jetzt mittlerweile fast als Mittelstürmer vom Tor von Pavlenka auf die Flanken. Blick in die Kurve hier in Stuttgart. Talfahrt ginge weiter mit dem Ergebnis. Nächste Woche Hannover. Dann Dortmund-Hoffenheim. Also wenn nächste Woche nichts geht, dann wird's wirklich kritisch aus Stuttgarter Sicht. Denn gegen Champions League-Teilnehmer kann man dann auch nicht hoffen, dass man da die ersten drei Punkte holt. Hannover vielleicht der Gegner, der am nächsten Wochenende dann wirklich der erste Sieg sein muss. Spielt allerdings in Hannover. Didavi.
Abseits. Claudio Pizarro. Wo hat der nicht schon gespielt? Erst 3 Jahre in Peru, dann kam er 99 zu Werder Bremen, ging 2001 zu den Bayern, 2007 der Wechsel zu Chelsea, ein Jahr später Rückkehr nach Bremen, ein Jahr später wieder Chelsea. Dann holte Werder ihn nach Laie, er ging 2012 wieder zu den Bayern, war 2 Monate vereinslos, kam zu Werder, 2 Jahre später wieder vereinslos, kurz danach nach Köln geholt und jetzt 2018 dann der vierte Wechsel schon zu Werder Bremen. Riesengeschichte. Hat die Meisterschaft verpasst 2004. Da war er bei den Bayern, aber trotzdem eine der Legenden bei Werder Bremen. Klassen. Spektakulär war es nicht, was Werder gezeigt hat. Dafür gab es dann doch zu wenig wirklich gute Chancen. Ein bisschen Glück dazu beim Tor durch Harnik. Osako. Friedel kam bei Werder. Osako mit Sparkfriede. Super gespielt. Und Klaassen lässt auch die Chance liegen. Davy Klaassen aus Kopenhagen gekommen zu Werder Bremen. Steht frei vom Tor. Friedel war der Ausgangspunkt. Barkfriede wieder ganz voll im Strafraum. Und Klaassen lässt die Tür für Stuttgart noch einen kleinen Spalt weit offen. Akolo. So, Blick zur Seitenlinie. 3 Minuten werden noch nachgespielt. Pavlenkas Abschlag geht direkt ins Aus zum Einwurf für Pavard. Gentner gegen Şahin. Fehler, Pizarro, aber Bartstuber rettet noch gegen Pizarro, der im Moment noch auf sein erstes Tor wartet in dieser Amtszeit bei Werder Bremen. Gomez. Wichtig von Pavlenka. Akolo kriegt den Ball nochmal nach Kasiba. Mit dem Kopfball, mit der vermutlich letzten Chance des Spiels für Stuttgart. Fast wäre es doch noch passiert. Pavlenka bei der Flanke da. Und jetzt ist Schluss. Der Ball kommt gar nicht mehr nach vorne. Bremen gewinnt in Stuttgart 1:0 und bleibt damit ganz vorne dabei in dieser Bundesliga-Spielzeit durch das Tor von Martin Harnik. Abpraller von Zieder. Wenn Stuttgart richtig Pech hat, gibt's die Torwartdiskussion auch noch oben drauf. Nach den letzten Spielen, nach dem heutigen Abpraller vor die Füße von Harnik. Ich denke aber, das Problem ist auch nicht nur der Torwart. Das muss man berücksichtigen. In Stuttgart nächste Woche geht's ausgerechnet gegen Zieders ehemaligen Verein, gegen Hannover 96. Dann kommen die schweren Champions League Aufgaben mit Dortmund, mit Hoffenheim. Und ja, dann muss irgendwann was passieren beim VfB Stuttgart. Sonst geht es im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg möglicherweise gleich wieder runter. Für Stuttgart kommt darauf an, was Schalke macht. Vielleicht ist der VfB sogar nach diesem Spieltag Tabellenletzter der Bundesliga. Wir sagen Tschüss aus Stuttgart. Hier gibt es einige Baustellen. Werder fährt gestärkt nach Hause. Nächstes Wochenende spielt
das Team von Florian Kohfeldt gegen Wolfsburg zu Hause am Freitagabend bereits. Und wir sagen Tschüss aus Stuttgart. Bis zum nächsten Mal.